Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Heute geht es um den Verschluss und zwar um das Auseinanderbauen, weil ich für das nächste Wiederladevideo genau das brauche. Wenn ich den Verschluss schließe, dann geht das ja relativ schwer, obwohl keine Patrone drin ist, weil das der ganze Spannmechanismus natürlich mit gespannt werden muss und das geht ein bisschen schwer. Ich möchte aber beim Schulterkalibrieren, dazu habe ich ja neue Matrizen besorgt, habe ich hier zwei Sätze, möchte ich, dass das Ganze ohne Widerstand funktioniert, also muss ich den Verschluss auseinandernehmen. Ich filme das mit zwei Kameras, sodass ihr es schön sehen könnt. Also erst Verschluss rausnehmen und euch vielleicht merken, wie das ganze Ding ausgesehen hat. Ich filme das auf der zweiten Kamera mit einem weißen Hintergrund, also keine Angst. Und zum Anfang ganz einfach den Verschluss links in die Hand nehmen und rechts ist dann der Kammerstängel und hinten das Ende einfach nach rechts drehen. Ja, dann fällt das hier bei mir schon ab, weil das sehr leichtgängig ist. Na, wenn ich es zurückdrehe, zack, ist es in der Normalstellung. Ich drehe das also um so eine Viertelumdrehung und dann kann ich es hier abnehmen. Na, dann habe ich dieses Teil schon mal in der Hand. Jetzt nehme ich ich nehme hier einen Splinttreiber. Ihr könnt einfach einen Inbusschlüssel nehmen und zwar der hier hinten durch dieses kleine Loch hinten passt. Ich mache das mal hier in der Mitte. Da ist ja so eine kleine Öffnung. Da stecke ich den jetzt hier von unten rein oder von oben. Und jetzt drehe ich den genau in die andere Richtung. Das heißt, vorhin habe ich die Kappe so gedreht und das Ding drehe ich jetzt so rum. Jetzt klickt das Ganze einmal, also gegen den Uhrzeigersinn, wenn man von hinten drauf guckt. Und jetzt drehe ich das nochmal weiter und dann klickt es das zweite Mal. Und jetzt ist der Splinttreiber oder das, was ihr da reingesteckt habt, der ist jetzt fest. Ne? Den kriege ich jetzt nicht rausgezogen mehr, nur noch mit Gewalt. Jetzt kann ich das Ganze einfach hin und her schieben so ein bisschen und in diese Richtung auch. Und jetzt will ich den Kammerstängel rausziehen und das mache ich folgendermaßen. Ich nehme das hier wieder in die Hand und jetzt ziehe ich den zur Seite raus. Aber dieses Teil darf nicht so weit hinten sein, weil da ist eine Sperre an der Stelle. Also der Schlagbolzen muss ein bisschen nach vorne gedrückt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und jetzt kann ich hier meinen Kammerstängel einfach rausziehen. Ja, ich gucke mal, ist es noch lose hier hinten? Kann ich es noch hin und her schieben? Ja, und immer ein bisschen mehr in die Richtung, weil ihr sonst das Ding nicht rauskriegt. Also nicht nach hinten ziehen, sondern eher ein bisschen nach vorne drücken. So, jetzt habe ich ihn raus. Das heißt, hier müsst ihr ein bisschen hin und her spielen, weil es sonst, hier gibt es eine kleine runde, so eine halbrunde Öffnung, weil es da sonst das Ganze sperrt. So, jetzt kann ich den hier rausziehen und man sieht hier vielleicht so ein bisschen diesen Halbmond, wo das Ganze nachher drinne steckt. Ja, das Ganze steckt hier ja so drinne und hier vorne läuft das dann in diese kleine Öffnung und dann kriegt man das nicht raus. So, jetzt habe ich das Ganze draußen und kann das reinigen. Ja, das kann ich alles reinigen, das funktioniert super. Den brauche ich normalerweise nicht auseinandernehmen. Hier vorne ist ein kleiner Sprengring. Das geht natürlich auch, aber ich brauche das ja jetzt nicht. Das lege ich weg und die Kappe lege ich auch weg. Und jetzt nehme ich einfach den Kammerstängel und schiebe den wieder hier von der richtigen Seite rein, komplett. Am Anfang wird es deutlich schwerer gehen. Das heißt, wenn man das erste Mal auseinander nimmt, dann ist das Ganze hier nicht leichtgängig. Es kann sein, dass ihr das in einen kleinen Schraubstock einspannen müsst mit einer Holzverkleidung, damit der nicht beschädigt wird hier. Und dann mit einem kleinen Holzstößel mal ab und zu ein paar kleine Schläge hinten drauf gibt. Dann müsst ihr aber dabei darauf achten, dass der Schlagbolzen so ein bisschen nach vorne zeigt. Ja, und dann kann man das Ganze hier wieder schön auseinandernehmen. Ich habe das jetzt ein bisschen gängig gemacht. Das sieht man vielleicht auch an den Kanten. Sonst geht das wirklich schwer, weil ich möchte das öfter machen. Und jetzt geht es schön einfach bei mir. Und es hält natürlich trotzdem nachher. So, jetzt habe ich das zusammengebaut und jetzt kann ich das hier wieder reinstecken. Und jetzt sieht man mal den Unterschied. Ja, ich kann den jetzt fallen lassen. Ja, das fällt einfach nach unten. Und das ist der Sinn. Das muss ganz, ganz leicht gehen. Ja, ganz leicht. Wenn ich das hier wieder zusammenbaue, ich baue das mal schnell zusammen, einfach wieder auseinanderziehen, nicht verkanten dabei. Das
reinstecken. Das hat hier quasi so eine Öffnung hinten, so eine Aussparung. Ah, die sieht man hier, so eine Aussparung. Da muss dieses Teil hinten rein von dem Schlagbolzen. Und ich sehe natürlich auch, wie das hier stehen muss. Also nicht zu weit nach hinten, sondern wieder ein bisschen nach vorne. Das darf also nicht zu weit rausgucken. Und dann könnt ihr das hier wieder reinschieben. Und dann ist das Ganze wieder drinne. Und jetzt klickt ihr das wieder zurück in die Uhrzeigersinnrichtung. Und zwar einmal, jetzt rutscht das wieder raus. Und jetzt ein zweites Mal. Jetzt könnt ihr das rausziehen. Also beim Zusammenbau in Uhrzeigerrichtung. Und jetzt schiebt ihr das hier hinten wieder rauf und dreht das entgegen der Uhrzeigerrichtung einmal ein Stück zurück. Jetzt ist das Ganze wieder zusammen. Und jetzt fällt es natürlich nicht runter, sondern hat Spannung. Und genau das möchte ich nachher vermeiden, wenn ich die Schulter kalibriere und das hier an dem Gewehr einstellen möchte. So, das war's. Nochmal im Schnelldurchlauf rausnehmen, in Uhrzeigerrichtung drehen, die Endkappe abnehmen, den Stößel hier oder den Splinttreiber durchstecken. Eine Runde, zweite Runde, jetzt ist er fest, jetzt kann ich ihn hin und her bewegen. Wenn ich ihn hin und her bewegen kann, dann muss ich ihn ein bisschen nach vorne schieben, also nicht nach hinten auf keinen Fall, und kann das Ganze hier rausziehen. Jetzt habe ich den raus und jetzt kann ich das entnehmen. Fertig. Wieder zusammen reinstecken, gucken, dass die Narbe hier, diese Nase da in dieser Öffnung steht. Das sieht man aber auch, dass die flache Stelle hier vorne ist. Das Ganze ein bisschen zusammenruckeln, fertig. Wieder in Uhrzeigersinnrichtung, dann wieder in Uhrzeigersinnrichtung einklick und den zweiten, da klickt das aber nicht mehr. Dann die Kappe aufsetzen und entgegen dem Uhrzeigersinn zurück. Fertig ist das Ganze. Das dauert also unter eine Minute. Das war schon. Vielen Dank fürs Reinschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es geht ja weiter mit dem Wiederladen demnächst. Und ja, ich bedanke mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal.